Hallo ihr Lieben, heute basteln wir kleine Bücher, Notebooks. Die kann man dann später ganz verschieden gestalten. In dieses habe ich meine Urlaubserinnerungen eingeklebt, zum Beispiel Eintrittskarten. Man kann Bilder malen, Sachen einkleben noch, ausschneiden und einkleben. Fotos kann man noch hinzufügen. Dann habe ich hier noch ein Geburtstagsbuch gemacht, das möchte ich verschenken. Das Tolle an diesen Büchern ist, dass man so unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Da könnt ihr euch wirklich richtig toll auslassen. Und sie haben so kleine Geheimfächer, da kann man noch Sachen verstecken. Das ist so das Besondere. Bei dem letzten Buch, das ist noch leer, das werde ich dann demnächst befüllen. Das Buch besteht aus zwei Teilen, einem gefalteten Papier und einem Einband aus Karton, etwas größer als das gefaltete Papier. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Bei dem Falten des Papieres müsst ihr darauf achten, dass ihr immer ganz genau Ecke auf Ecke macht. Ihr faltet das Papier insgesamt viermal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wie gesagt, immer darauf achten, dass Ecke auf Ecke immer ist. Und wichtig auch, dass ihr jede Faltung in beide Richtungen macht. Also heißt in diese Richtung und in die. Und das bei jeder Faltung. Wenn ihr das gemacht habt, legt ihr das Blatt so zusammen. Ich habe hier eine kleine Linie markiert. Da schneidet ihr das Papier dann ein. Jetzt haltet ihr es fest, schiebt es so zusammen und dann habt ihr das Grundbuch. Das Besondere an diesen Büchern sind ja diese kleinen Taschen, wo ich Sachen verstecken oder aufbewahren kann. Die entstehen beim Falten des Papieres und die muss ich jetzt noch zukleben. Dazu nehme ich entweder Tesafilm oder, was ich sehr schön finde, ist dieses Washi-Tape. Das klebe ich dann halb auf die eine Seite. Und knick das so zur anderen Seite. Das, was übersteht, schneide ich einfach ab. Bei der nächsten Seite genauso. Jetzt habe ich zwei kleine Taschen, die ich befüllen kann. Zum Befestigen des Blattes an den Buchdeckel habe ich mir hier vier Löcher gemacht mit der Nadel. Und jetzt gehe ich mit dem Faden und nähe das Buch fest. Unsere Bücher sind manchmal ganz schön dick und die springen dann immer so auf. Deswegen mache ich gerne einen Verschluss für die Karte. Bei dieser hier habe ich zwei Schnitte gesetzt mit einem Cutter. Da müsst ihr natürlich was auf den Tisch legen, dass ihr keine Schnitte in den Tisch bekommt. Also einfach
zwei parallele Striche. Dann bin ich da mit der Schere, habe das so ein bisschen nach oben gedrückt und etwas Platz geschaffen. Einen Pappstreifen ausgeschnitten und den kann man da jetzt durchschieben. Dann knickt man den und klebt ihn hinten fest. Lobsbildbuch habe ich eine Feder als Verschluss genommen, das gleiche Prinzip. Ich habe nur in die Lasche auch noch ein Schnitte gemacht, dass ich durch beide hindurch die Feder stecke. Das ist der Verschluss. Ich kann auch mir aus Pappe einen Knopf ausschneiden und ihn mit einem Faden festnähen. Da ist es nur wichtig, dass man von unten, also von innen, durch den Knopf geht und ihn dann festnäht. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!